Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Flucht zusammen mit German Let's Play. Hallo, wo bist du? Ich habe jetzt gerade eben was sautrauriges gesehen, guck mal. Was denn? Guck mal, hier hinten zu den Villagern. Was denn? Ihr könnt übrigens, Leute, abonniert gerne mal diesen Kanal und den von German Let's Play, um keine Folge mehr zu verpassen. Ja, ein Kind! Ja! Ja. Aber weißt du, was das bedeutet? Was denn? Dass wir wen verloren haben, wahrscheinlich. Lol. Denn, meine Damen und Herren, am gestrigen Tag gab es die krasseste Schlacht um unser Dorf. Wir wurden nämlich wieder von den Pillagern angegriffen. Doch. Dieses Mal war alles anders. Unsere Golems waren eine extrem gute Verteidigung. So gut wie keine Villager sind draufgegangen. Vielleicht war das auch einfach jemand Neues, weil es ist noch genügend Platz da. Das kann sein. Und das weiß ich nicht. Leute, guckt mal, was wir aufgebaut haben. Eine richtige Schildkrötenfarm, meine Damen und Herren. Inklusive, guck mal, da sind schon welche gespawnt. Guckt euch die kleinen süßen Fotze an. Denn ich habe jetzt endlich mal den Plan gefasst, die Schildkrötenrüstung zu craften. Dazu müssen allerdings, ja, wir brauchen noch definitiv ein paar Schildkrötenbabys, die groß werden. Wofür? Für den Schildkrötenpanzer. Ja, aber wofür? Was machst du mit denen? Was? Nein, mit denen muss man nichts machen. Wenn die ins Erwachsenenstadium kommen, dann schuppen die sich, dann verlieren die ihren Schildkrötenpanzer. Weil der ist dann zu klein für die. Und hier, die sind auch schon angeknackst. Die hier allerdings noch nicht. Und die anderen sind auch noch alle ziemlich, ziemlich frisch. Aber die beiden kleinen Willis hier, wo auch immer, ich glaube, die werden gerade von ihren Eltern zerquetscht. das müssen wir unbedingt im Blick haben. Also, du wolltest... Ach so, komm mal mit, genau. Ja, okay. Gib mir mal hier oben all deine Tränke. Und ich habe jetzt übrigens, guck mal, wie viele Totems ich habe. Guck mal, 1, 2, 3, 4. Willkommen im Laden. Ah, geben Sie mir bitte Ihre Tränke. Ich will nur mal kurz trinken. Ja. Oh! Dann schau mal hier oben in die Kiste rein. Ja. Und nimm dir, was du willst. Am besten einen von allen. Dann nehme ich mir einmal Direktheilung. Direktheilung 2. Nee, warte, ich mach das so. Oh, du hast jetzt Wurftränke gemacht. Ja. Nice. Das ist nicht schlecht. Aber ich werde den ultimativen Trank craften. Wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Oh, das ist aber wirklich gut losgelegt, Manuel. Ja, hab ich. Also ich war, glaube ich, in diesem Projekt noch nie so stolz auf dich wie heute. Nicht? Doch, ich bin immer stolz auf dich. Okay, immer noch 2. Mann, das dauert immer so lange. Der Held des Dorfes ist stolz auf mich. Der Held des Dorfes 2, meine ich. Oh, oh. Sorry. Boah, ey, wir haben so viel geilen Kram. Ey, mittlerweile sind wir echt richtig, richtig gut ausgerüstet. Aber ich denke, dass dieser Trank, das ist noch so die, noch eine ultimative Rettung. Einerseits können wir daraus, wie gesagt, diese Schildkrötenrüstung machen. Aber man kann aus der Rüstung auch noch einen Trank herstellen. Du meinst aus dem Panzer, nicht aus der Rüstung. Doch, doch, aus der Rüstung, soweit ich weiß. Aus der Rüstung? Ja. Nee. Doch. Ich hab's gerade offen, oder? Warte mal. Schildkrötenpanzer, nee, das ist ein Panzer. Ich weiß nicht, ob, oder heißt das, es sieht aus wie ein Helm. Ja, genau, deshalb ist das... Das ist schon so richtig. Nee, ich glaube, das ist einfach der Panzer. Nein, das ist so richtig. Glaubst du? Das ist die Rüstung. Glaubst du? Ja. Weißt du was? Ich geh weg. Wieso gehst du weg? Ja, ich geh jetzt mal in die Hölle. Hol uns Level. Denn auf eine Spitzhacke kann ich Glück 2 machen. Oh ja, sehr gut. Achso, für die Leute, die sich fragen, hey, wieso sind die da alle? Wir haben uns allerdings auf Eisen ein bisschen Behutsamkeit draufgehauen und dann kann man die Eier perfekt klauen. Sagen wir es mal so, es gab trotzdem Unfälle. Nee. Doch. Mir geht's gut. Nicht allen. Sagen wir mal, bei nicht allen hat's gut geklappt. Aber krass. Ein bisschen Schwund ist ja immer. Ja, das stimmt. Wo ist eigentlich Edgar? Wahrscheinlich wieder draußen. Edgar. Bist du Edgar? Nee. Wo ist mein allerbester, bester Freund? Ich bin in der Hölle. Ich rede von Edgar. Jetzt mal ehrlich, wo ist der Junge? Keine Ahnung. Edgar? Wahrscheinlich echt wieder draußen. Ist einer von euch Edgar? Der kann doch nicht schon wieder denken, das geht nicht. Dann hast du ihn mit Absicht rausgelassen. Nein. Ja doch, du bist so ein Willi. Nein, ich habe nichts gemacht. Nee, dich habe ich gerade vor 2 Sekunden schon mal gesehen. Jetzt mal ehrlich, der Junge ist wirklich weg. Ein Schwein. Also ich habe den ja in einen Stall reingepackt, falls du ihn suchst. Der ist in einem Stall. Der ist in einem Stall? Ja, damit er nicht mehr wegrennt. Nee, aber hier drinnen in dem Stall ist er nicht. Aber wie soll der denn schon wieder rausgegangen sein? Ich weiß es nicht. Also hier hat kein Schwein Namen. Ja, dann ist er wirklich draußen. Hier ganz hinten sind nur die Rinder und die Hühner. Nee, ganz hinten war das nicht. Das müsste... Ja, wo war... Da, wo die... Nee, die Hühner? Nee, da, wo auch die anderen Schweine sind? Ja, eigentlich schon. Aber nee, hier ist der definitiv nicht. Also ich bin noch nicht bescheuert. Der hat hier definitiv keinen Schweinnamen.
Oh Gott, ich habe gerade einen Trank geworfen. Oh nein, jetzt ist einer ausgebrochen. Zwei. Jetzt fängt das an, ey. Erst mit der Portalgun jetzt das. Ja, passiert manchmal. Edgar, Edgar, bist du hier? Nee, hier ist nur ein arbeitsloser Villager. Sag mal, kannst du auch mal arbeiten? Gleich habe ich die Levels. Hier, einmal runter. Tut mir leid für den Fallschaden, Mr. Villager. Aber es kann nicht sein, dass sie da oben die ganze... Nein, sie gehen da jetzt nicht wieder hin. Sie kommen jetzt mit. Hier. Sie gehen in die Halle der Berufe und da suchen sie sich jetzt mal einen Job. Nein! Vamanos! Du bist ja schlimmer als Alo! Ja! Ich habe ihn. Er hat einen Beruf! Als ob? Direkt instant! Ey, wir müssen ihn einfach dazu zwingen! Ja! Zwangsarbeit! Oh, das ist nicht gut. Aber in unserem Dorf erlaubt. In unserem. Oh. So, welcher von euch Arbeitslosen? Da, sehe ich doch wieder ein. Komm mit runter! Du. Ja! Der nächste hat einen Job! Als ob das so funktioniert gerade. Das heißt, die kommen nicht von alleine auf die Idee, mal zum Arbeitsamt zu gehen. Ja, ja. Ja, die wollen halt, die haben halt keinen Bock auf Arbeiten. Die wollen den ganzen Tag zocken. So. Ja, und warum hinderst du die daran? Weil es sowas nicht geben soll. Wir müssen doch auch arbeiten. Ja, wir sehen uns später wieder auf dem Bau, ne? Ja, der nimmt keinen Job an. Der sieht's nicht ein. Nee, ehrlich nicht. Der sagt, der schüttelt immer seinen Kopf. Er sagt immer, nein, nein, nein. Da, ich sag, aber nein, danke. Nein, ich hab keinen Bock. Ach Gott, kannst du mal eben in die Hölle kommen und ein Portal schießen? Das Portal funktioniert nicht, ich weiß nicht, wo ich bin. Oh nein. Okay. Wäre zwar eine perfekte Gelegenheit für dich, mich loszuwerden, aber ich hab ein Geschenk für dich. Ich mag Geschenke. Ja, ich weiß. Ich muss kurz meine Portal Gun suchen. Könnte ein bisschen dauern, bis ich meine Ach, da ist sie. Welche Farbe? Ist egal, sag einfach und mach. Ich hab blau geschossen. Warum war das so klar? Ich weiß es nicht. Komm mit. Okay. Dann kannst du mir mein Geschenk. Schildkröten. Bist du bereit? Warte, komm, das machen wir bei den Schildkröten. Weil ich muss ein Auge auf die haben. Mach kein Auge, Bruder. Ja, sie sind groß geworden. Hier liegt es. Hier liegt was? Hallo? Als ob. Kein Platz? Doch, da, Hornschild. Doch, ich habe zwei Hornschilde. Da, dein Geschenk. Pass ab. Jetzt kann ich das ab. Oh. Ja. Behutsamkeit. Oh, da krieg ich. Ich habe fast auch wieder Level 30. Als ob? Du hast Level? Ja. Ich bin jetzt Level 29,5. Alter, das hat sich ja toll, hätte ich das gewusst. Ja, wenn du mir mal richtig gegönnt hättest. Ja, dann wäre jetzt. Dann wäre es krasser Halligalli. Gewesen. So, aber ich mache jetzt mal die Glücksspitzhacke. Extra für dich, Palette. Ja, wie extra für mich? Das Ding hast du auch kaputt gemacht. Nee. Oh, Pocahontas, was machst du da oben? Das ist Harald. Okay, der Name stimmt sogar. Harald, hast du schon mal die Hölle gesehen? Harald hat mir gerade gesagt, er würde gerne einmal die Hölle sehen. Ach so. Ja. Wie kommt das? Weiß ich nicht. Turtok, sind das deine Kinder? Turtok, möchtest du einmal die Hölle sehen? Turtok, möchtest du einmal in Urlaub fahren mit mir? Zeig doch mal Harald nochmal unser Aquarium. Oh Gott. Und Glück 2! Was? Effizienz 4, Glück 2. Oh, nice. Als ob. Aber, also, ich find's ja schön. Oh, Alter, das sieht voll geil aus, von hier aus zu den Schildkröten zu gucken. Aber du hast jetzt ja unter einem sehr, sehr großen Kraftakt ja. Das Aquarium gebaut, ne? Ja. Ja, aber warum ist da ja, einfach kein Fisch? Ich kümmere mich. Ja, ich mach das. Ja, also glaub mir. Ich sehe ganz ehrlich, sie sehen einfach nichts. Nee, da lebt ja noch nichts. Ja, aber wie wär's denn mit Harald? Harald ist auch ein Seepferdchen. Ja, eigentlich schon, das stimmt. Ey, bitte, hör einfach auf, meine Tiere umzubringen, ja? Also Moment mal. Wir werden hier sowieso noch mal ganz klar die ein oder andere Gerichtsverhandlung hier abhalten, was Klaus 1 angeht. Ja, und dann gehst du mal richtig schön in den Knast. Nee, du gehst in den Klaus 1 und... Ja, ach, du meinst den du mit deinen Eiswerferschuhen umgebracht hast? Nee, du hast den hochgeschossen, sodass der untergegluckert ist. Das stimmt doch überhaupt nicht. Doch, natürlich. Und warum lügst du jetzt? Und genauso Pocahontas. Also, sorry. Warte mal, wir könnten das doch jetzt sogar probieren. Und zwar... Ach so, du willst daraus was... Ja, warte. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Horn, Schild, Minecraft. Ja, aber da gibt's ein Problem. Denn du brauchst dafür noch eine Warze. Nee, ich hab sogar recht. Man kann nur mit dem Schildkrötenpanzer das machen. Aus 5 Hornschild wird ein Schildkrötenpanzer. Krass, und das ist die Rüstung. Teuer. Und aus der kann man halt diesen OP-Trank machen. Ja, aber wir brauchen Warzen. Ne? Ohne kannst du den nicht machen. Wir haben keine, also... Doch, nee, doch weil seltsamer... wir haben keine seltsamen Tränke mehr, ja, oder? Ja, warum denn nicht? Ja, weil wir keine Warzen haben. Ja, aber warum hast du die denn alle verschwendet? Alter, verschwendet? Kannst du mal bitte die Kiste öffnen? Ja, so viel brauche ich doch gar nicht.
Vor allem du. Du willst ja immer auf dem Boden. Du machst eine Party. Ja, okay, das war wirklich dumm. Das gebe ich gerne zu. Also ihr müsst ja eh nochmal in die Hölle. Ja. Ich könnte Warzen besorgen. Ja, ja, dann besorg du mal Warzen. Ich warte darauf, dass die Schildkröten-Dinger irgendwann, genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ich muss sowieso jetzt, ich werde tatsächlich einfach mal nebenbei mir mein Weltklasse Reis mit Bohnen machen. Oh. Ja. Willst du dann auch was abhaben? Nee. Wieso nicht? Ja, schimmelig. Du bist schimmelig. Hallo Leute, gefühlte 20 Jahre später sind wir wieder am Start. Und guckt euch das an. Oh, Missklick. 6 Hornschilder haben wir mittlerweile. Sogar eins mehr, als wir brauchen. Jaha, so krass sind wir. Kannst du mal aufhören, mich anzusneaken? Ach, du siehst mich. Oh. Mann, und wer schreibt mir jetzt in WhatsApp? Das bin ich. Das wäre schön. So, ich nehme jetzt das hier und wir haben den Schildkrötenpanzer. Zack! Und guck dir das jetzt mal an. Eigentlich müsste das klappen. Tada! Ja! Was? Du siehst ja gar nichts mehr. Ja, mega cool. So, warte, nimm du ihn mal. Ja, mein Skin müsste ja auch so doof sein, dass man nichts mehr sieht. Man kriegt auch irgendwie Unterwasseratem oder so. Ja. Alter, nein. Da, ich sehe nichts. Hilfe! Mail? Wo bin ich? Ja, hier. Bin ich unter Wasser? Was war das? Es ist so nass, ich bin echt unter Wasser. Ja, ja. So, und jetzt hast du alle Sachen? Ja, ja, ich habe alle. Ich habe auch richtig viele Level gemacht. Nice, du bist ein König. Aber warte mal, bevor du craft, guck mal, guck mich mal an. Ja. Guck mal, was ich hab. Einmal das, ne? Ja. Und einmal, also warte, ach, hier einmal das. Spitzhacke. Ich dachte, du fährst jetzt dein Helm. Das. Diese zwei Spitzhacken. Ja, cool. Behutsamkeit und Glück. Nee. Hä? Glück 2 und jetzt kommt's, richtig lucky. Effizienz 4 bei beiden. Das heißt, wenn ich die zusammen merge, haben wir Effizienz 5. Ja. Ich pack jetzt deinen Schildkrötenpanzer, den pack ich rein. Das. Und der Schildkrötenpanzer verwandelt sich in den stärksten Trank, den die Welt jemals gesehen hat. Nee, fast. Warte, denn wir machen damit noch was. Was? Glowstone fehlt. Da, Trank. Ja. Des Schildkrötenmeisters. Langsamkeit 4, aber auch Resistenz 3. Boah, krass. Ja, schieb mal das an. Nein, schieb mal das andere noch rein. Was? Pack die Tränke wieder rein. Ah ja. Und dann pack Glowstone rein. Hier rein? Ja. Du machst daraus jetzt einen Werfwurftrank? Nee, noch einen stärkeren. Was? Stärker als der Trank des Schildkrötenmeisters? Ja. Oder? Geht das so? Ich hoffe, es geht jetzt nicht kaputt. Ja, Alter. Alter, Resistenz 4. Ja, und jetzt mach noch das Schwarzpulver rein. Ach, nein. Schwarzpulver. Ja, Schwarzpulver. Willst du mal nehmen? Ja, ich mach alles, was die wollen. Minus 90% Geschwindigkeit. Alter. Ja, aber dann sind wir unzerstörbar. Ich glaube, da sind wir echt unzerstörbar mit. Warte mal, ich würde gerne einen trinken, weil einer ist sowieso, ne? Ja, ja. Oh, Wurftrank. Dann werfe ich einen, den Trank des Schildkrötenmeisters werfe ich auf dich. Ja. Oder nee, warte, auf mich? Ich werde, glaube ich, nee, den. Nee, du trinkst den. Ja, okay. Nee, du musst den auf mich werfen. Ja. Und dann. So, warte mal, wie viel Schaden bekommst du jetzt? Ich springe auch mal nicht. Ich schau dich jetzt einfach nur. Ja. Halbes Herz. Oh Gott! Oh, die Phantome! Nein, ich hab sie gerufen! Ich hab das Schwert der Beschwörung. Du bist auch ein Schwert der Beschwörung, Alter. Das bin ich. Guten Tag. Wurftrank des Schildkrötenmeisters, aktiviere dich! Bam! Oh Gott. Und? Ja. Schlag mal. Ja, oh, kein, ich hab den keinen Schaden. Down. Kein Schaden. Was? Ich krieg gar keinen Schaden. Kein Schaden. Was? Kein Schaden. Kein Schaden. Oh. Oh. Ja, ich krieg halt wirklich einfach keinen Schaden von deinem. Echt? Wie viel Stärke? Nicht mal so? Schieß mich mal mit dem Bogen ab. Ah, ist jetzt schon, glaube ich, zu spät. Ja, jetzt brenne ich. Ja, ich habe die Resistenz ist weg. Aber davor habe ich halt keinen Schaden bekommen. Alter. Das ist halt übelst krass. Okay, Leute. Das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Flucht. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Die nächste Folge kommt bei German Let's Play. Die übernächste bei mir. Ihr wisst Bescheid. Leute, habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.